Willkommen, mein Name ist Abraham Okkult. Unabhängig von der Religion glauben die meisten Menschen an einen Engel. Viele Augenzeugen sprachen über direkte oder indirekte Begegnungen. Er erschien viele tausende Jahre vor dem Menschen auf der Oberfläche. In der heutigen Zeit haben wir alle ein aufnahmefähiges Smartphone. Das Internet platzt deswegen schon fast vor übernatürlichen Begegnungen mit einem Engel. Ich habe für euch drei populäre Erscheinungen eines Engels, die um die Welt gingen und das auf Wunsch eines Abonnenten, die sich jedoch letztendlich als fake herausgestellt haben. Ich bin schon jetzt auf eure Meinung gespannt. Wir fangen an. Ein indisches Paar wird bei einem romantischen Treffen im Park von Freunden aufgenommen. Plötzlich im gleichen Moment erscheint ein kleiner Engel, der geschwind an der Kamera vorbeifliegt. Die Leute reagieren panisch. Bei meiner Recherche habe ich herausbekommen, dass dahinter eine Reiseführergruppe stecken soll. Der Designer aus Peking, Song Ovan Ipan, ist bekannt für seine Kreationen durch Leichen und deren Körperteile, obwohl seine neue Schöpfung nichts mit dem organischen Zusammensetzung zu tun hat. Trotzdem ist der Realismus der Skulptur erschreckend echt. Seine neue Skulptur nennt er persönlich Angel. Es zeigt die gefallene Form eines Engels in der Darstellung einer alten Dame in Gefieder. Wenn ich den Hintergrund nicht kennen würde, würde ich denken, dass diese Frau schläft oder bereits tot ist, aber in jedem Fall ist sie regungslos, in einem riesigen blauen Netz gefangen. Schalten wir einen Gang zurück zu diesem Foto. Es hatte sich vor einiger Zeit wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet, einfach nur geschockte Zuschauer, die sich extrem über die Darstellung aufregten. Weltweit und speziell im asiatischen Raum hatte dieses Bild einen starken spirituellen Einfluss auf die Menschen. Sie konfrontierten den Designer mit der Frage, warum und wozu. Seine Antwort auf diese Frage war, er wollte eine dünne Linie zwischen Realismus und dem Übernatürlichen erstellen. Dieser Engel sollte explizit geschwächt und hilflos dargestellt werden, ein Symbol für die Machtlosigkeit des Gottes auf Erden, der Wille gebrochen. Der Designer hatte ein klares Ziel vor den Augen, das Gefühl dem Menschen zu vermitteln, wie es ist, wenn eine fiktive Kreatur so realistisch aussieht. Im Ganzen wurde diese Skulptur aus Silikongel, Fiberglas, Polyneimaterialien und künstlichen Fasern erstellt. Aber der Hype um diese Gestalt schaffte eine paradoxe und erschreckende Szene in unserem Gehirn. Am 5.9.2012 wurde dieses Video in asiatischen Raum produziert. Man sieht einen Fahrradfahrer, der knapp am Tod vorbeifährt. Anstatt mit dem LKW-Fahrer zusammenzustoßen, wird er von einem engelsähnlichen Kreatur in Sicherheit teleportiert. Seltsamerweise ging dieses Video in Japan und Korea durch die Decke. In Wirklichkeit wurde es von einem professionellen Mediateam erstellt. Die Gründe sind mir leider unbekannt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's, euer Abraham Okkult.